Udo Münster, Geschäftsführer von Melon. Ihr habt eine neue Geräteserie und da habt ihr jetzt auch eine sehr spannende neue Vertriebsstruktur aufgebaut. Was hat sich da getan? Ja, das Schöne ist, dass wir gar keine Vertriebsstruktur aufbauen mussten, sondern wir freuen uns, dass wir die Q-Geräte-Serie mit dieser Vibo jetzt 2019 vervollständigt haben. Es sind alle Q-Geräte da und sie sind alle da mit einer Medizinproduktezulassung. Und ja, wir haben die Freude, gestern ankündigen zu dürfen oder verkündigen zu dürfen, dass wir mit Proxomed den Vertriebspartner gefunden haben für Deutschland, Österreich und Schweiz für genau diese Geräteserie. Markus Mörche, Geschäftsführer von Proxomed. Ihr habt diese neue Linie bei euch jetzt im Portfolio. Was werdet ihr dafür tun? Was ist da euer Ziel? Ja, unser Ziel ist es eigentlich, für die ganzen Kunden eine ganzheitliche Struktur in der ganzen Reha abzubilden. Von der Anschlussheilbehandlung, also direkt nach der Verletzung, bis hin dann auch in den Fitnessbereich, in die Prävention. Und da ist eigentlich die Melon Q-Serie genau das, was das Ganze abschließt und das Ganze rund macht. Und wir sagen können, eigentlich sind wir der Einzige am Markt, der von Anfang bis Ende, vom Patienten bis zum späteren Kunden, Prävention, Trainierenden im Fitnessbereich, eine Abbildung haben und die betreuen können. Ihr seid in diesem medizinischen Sektor ja wirklich stark spezialisiert. Was ist da eure Expertise? Ja, unsere Expertise ist eben eigentlich, dass wir wirklich von Anfang bis Ende, von dem verletzten Patienten bis zum Trainierenden jetzt alles abdecken können, mit Melon dann auch die Weiterleitung in den Fitnessbereich haben, wo Melon ja auch absolut stark ist und absolut gut arbeitet und auch zukünftig arbeiten wird. Bloß, was wir noch zusätzlich tun, ist natürlich auch, Rezepte für unsere Kunden zu generieren und dafür zu sorgen, dass sie mit den Produkten, die sie von uns bekommen, auch Geld verdienen. Und das ist eigentlich unsere größte Expertise und der absolute Unterschied zu allen anderen Marktanbietern. Stellen hier jetzt auch vor, wir haben für einen Menschen mit Polio, also mit einer Kinderlähmung, es geschafft, 5-Jahres-Verordnungen zu bekommen, von der Krankenkasse bezahlt an unseren Geräten. Und das ist, denke ich, eine der wenigen Expertisen, die wir als Einziger im Markt bieten können. Udo, was versprecht ihr euch von dieser neuen Strategie, dem neuen Marktsegment oder dem neuen Produkt in diesem Marktsegment? Ja, Melon war ja immer schon sehr gesundheitlich orientiert. Wir sprechen ja nicht einfach von Fitness oder von Fitnessstudios, sondern von Gesundheit. Menschen, die gesund sind und gesund bleiben möchten und solche, die gesund werden wollen. Und so sehen wir eigentlich die perfekte Symbiose aus dem ersten und dem zweiten Gesundheitsmarkt, die wir in dieser Kooperation darstellen können. Und da freuen wir uns sehr drauf. Herzlichen Dank. Wir wünschen euch beiden viel Erfolg. Wird eine sehr spannende Geschichte. Wir werden es beobachten. Herzlichen Dank.